Hey Bob, wer ist der Herrscher von Atlantis? Nicht Nattler mit der Laufmasche. Nee, es ist jetzt im Augenblick. Imperator ist im Augenblick Lara. Und wir haben jetzt hier gesehen, Lara. Da sind wir reingekommen. Wir haben gar nicht so viele Meter gemacht, um sie zu besiegen. Mit ihrer Samus Aran-Kanone. Wir gucken uns jetzt als allererstes mal hier diesen Gang an. Ja, das hätte man wahrscheinlich auch so ein bisschen sich für den Kampf noch rausgucken können. Oh, das ist einfach nur ein Weg. Ja, oder hier, falls ihr die Uzi-Munition ausgibt, geht. Hier haben wir welche. So 3 Stück auch erstmal. Das ist gut. Ah, guck mal, wenn das nochmal 3 sind, dann haben wir alle Items. Es fehlt nur noch 6. Ja, ich habe auch einen Erfolg. Grabreiniger. Sammle jeden sammelbaren Gegenstand in einem einzigen Durchgang. Wow. Wir haben alles. Wow. Der 100% supergeile. So, und das heißt auch, da wir ja eigentlich mit nichts geschossen haben. 98. Es macht kein Mist da. 3200. 98 in der Schrot klingt aber verdammt murksig. Und meinst du, wir haben irgendwo mal eine rausgeschossen für den Zaun? Ohne es zu wissen. Und dann nicht gespeichert. Naja, was heißt, kann vielleicht auch sein, dass es genau 100 sind oder 98. Aber das alles andere sieht so aus, als wäre es auf jeden Fall. Und mit der Schrot haben wir ja auf nichts geballert. So, dann müssen wir jetzt nur noch sehen, das sieht mir jetzt nach Sprungpassage aus. Nach oben zu kommen, ne? Ja, ich nehme an, da vielleicht durchs Fenster irgendwie so. Das ist ja so diese rote Plattform. Die sieht doch, also ich finde, sowas sieht immer einladend aus. Ja gut, wir müssen ja auf nichts mehr achten. Wir sehen einfach nur noch zu, dass wir hier irgendwie easy rauskommen. Easy wegkommen. So ist bestimmt schon mal falsch. Small Mann. Also ich würde jetzt von hier nach da versuchen zu springen, ich ehrlich. Das kannst du machen. Ich kann mir vorstellen, dass du echt nach ganz oben musst. Ja, das kann gut sein. Aber weißt du was, da hast du es gerade noch mal gesehen. Sie kann sich nicht festhalten, wenn sie da schräg läuft. Und vielleicht ist es doch falsch. Ja, die ist halt anfällig. Also sie kann 15 Meter weit so, oder? Springen hier. Nee, da wo du gerade warst, an dem dicken Mittelding da. Kannst hier? Du da nicht hoch? Das ist viel zu hoch. Von der Schrägen aus. Von der Schrägen aus. Andere Schräge. Ja, die ist viel zu hoch, Mann. Ja, sagst du immer so. Zum Glück kostet ja auch nichts zu, ne? Das ist eine geheime Greifkante. Ja, das kannst du auch alles haben. Zum Glück ist nicht so wie bei Metroid, wo dann immer dieser Countdown kommt, der einen immer endnervös macht, dass der Kram jetzt gleich einstürzt. Ewig lang ist, oder? Warte mal, dahinter war auch noch was. Vielleicht hier hinter hatte ich doch noch irgendwie ein. Okay. Warte. Ja. So, jetzt pass auf. Genau, und jetzt gehe ich da rein. Guck mal, das hatte ich gesehen. Ah. Heimeingang. Ja. Das sieht gut aus. Und dann komme ich da. Von da aus kommst du dann zu dem oberen genau. Ausfass. Und von da aus kommst du dann weiter nach oben. Und dann sind wir hier aber rucki zucki raus aus der Hürde. Nee, zweimal Schrotflinte haben wir bestimmt nicht abgefeuert. Einfach nur so für den Sound, das wäre so stark. Das wäre auch stark, ja. Aber fürs Gedächtnis haben wir es ohne andere Muni geschafft. Ja, das stimmt. Ach, ich glaube, den Sprung kann man nicht schaffen. Der war zu schwer. Ja. Merda. Naja, gut. Okay, also weißt du was, Bob? Weißt du, nach all den ganzen Fallen und so, das hier, da fällt jetzt irgendwie auch so richtig Anspannung ab. Nattler ist tot, da hatte ich auch ein bisschen Angst. Also ich wusste ja von Tomb Raider Anniversary, da ist das alles ein bisschen anders, aber da wusste ich auf jeden Fall, dass die nochmal wiederkommt, nachdem die in die Lava gefallen ist. Also da ist es von Storytelling ein bisschen anders, ein bisschen mehr motiviert, dass sie da nochmal wiederkommt. Aber was soll jetzt noch kommen? Also, das heißt, ich muss jetzt nur noch... Nee, das war's wohl. Also, ich rechne jetzt mit dem Ende. Bin ich ehrlich. Ich auch. Und es fallen ja keine Boulder von oben runter. Das heißt, wir springen jetzt hier einfach nur dies, das, Ananas von einem auf der Hütte. Auf den anderen. Ich mache jetzt mal einen Speicherstand. Wenn ich da wieder runterfalle, ärgere ich mich doch nur schwarz. Das ist richtig. Dann müsste ich wieder eine Geschichte schreiben lassen. So, da springe ich einfach so hin. So, und das sieht so aus, als könnte ich jetzt hier hoch. Aua. Oder gibt's das nicht in... Doch, das ist doch auf jeden Fall. Ja, du bist irgendwie da runter reingebackt eben. Ja, gar kein Problem.
Ist aber auch, Mensch, du. Es wummert aber auch hier. Ganzen Bauarbeiter da. Ja. So, aber gar kein Thema. Das ist so ein bisschen antiklimatisch, ne? Das Finale jetzt hier. Also ich baue gerade richtig Anspannung ab. Ah, diesen Ausweg, den hätte es nicht gebraucht, finde ich. Also es wäre jetzt ein richtig geiler Übergang in eine Cinematic, wo sie dann halt rauskommt und dann Credits roll und geil ist. Das hier, weiß ich nicht, ja, ist toll, dass du jetzt runterkommst, aber anscheinend kletterst du hier halt noch weiter. Du musst halt wirklich anscheinend komplett oben raus. Ja. Und zwar auf eigenen Beinen. Ja. Und dann speichert man halt immer nochmal und nochmal und ja, das ist so ein bisschen ja, antiklimatisch. Also ich finde auch, es nehmen wir schon ein bisschen in unserem Fazit vorweg. Also das hättest du jetzt hier. Das darfst du jetzt nicht, ne? Das geht nicht. Okay, es geht nicht. Dann sage ich einfach nur mal so, bei Anniversary gab es dann Quicktime-Events für sowas. Ja, das ist auch okay. Na, dass du dann wenn die fair sind und nicht so wie bei The Quarry, dann ist das für mich okay. The Quarry, Alter. Das hat auch immer noch, also, dass mein Charakter da gestorben ist. Ich bin, also in der Cutscene, weil, wer war das denn? Joscha? Ist doch völlig wurscht. Ja. Weil man das nicht schaffen konnte. Es ist halt völlig bescheuert. Ja, also da musstest du schon ganz genau zielen und dann einmal daneben geschossen, zweiten Schuss hast du nicht. Und und da ist es ja auch kacke, dass du mit verteilten Rollen spielst. Ich meine, ich hatte ja tatsächlich Schießtraining gehabt. Na? Ja, aber selbst dann, also hatten das ja, glaube ich, irgendwann später nochmal neu geladen. Ja. Komplett wach, neu am nächsten Tag so. Ja, genau. Wach vor allem. Und trotzdem, also keine Chance. Also, ja, ich weiß, deine ist ja auch noch gestorben. Echt crazy. Ja. Aber egal, wir sind ja gerade woanders. Ja. Das ist auch. Aber richtig. Sowas kann halt Spiele eben auch ein bisschen kaputt machen. Also ich war echt bedient. Ich glaube, ich war noch eine Dreiviertelstunde nach The Quarry wach und habe geguckt, wie das sein kann, dass das einen so unbefriedigend zurücklässt. Vor allen Dingen. Aber es haben ja, dann hattest du erzählt, auch andere anscheinend solche Probleme. Hm. Ja, und es gab, gibt, glaube ich. Patch mal das irgendwie. Nee, ich glaube, es gibt einen Modus, wo du eine Zielhilfe kriegst oder irgendwie sowas. Ja, aber dann sollten sie dich darauf hinweisen, dass du die nehmen solltest oder sowas. Oder dass die standardmäßig erstmal eingestellt ist oder so. Oder, warte, du konntest in einem Plus-Spielstand dann, glaube ich, konntest du Sachen wiederholen. Also konntest du sagen, ich mach die Tür jetzt doch nicht auf oder ich schieß vielleicht nochmal. Ah, so, jetzt sind wir echt ganz oben. Da scheint schon wieder Sonne raus. Sonne rein, so. Wieder ein Grab zerstört. Check. Wieder, ja. Schafft sie sogar einfach so. Na, Gott sei Dank hat jemand diesen Sims hier gebaut. Und Gott sei Dank. Ja, für den absoluten Notfallplan. So, dann haben wir's, glaube ich. Ja. Das wär's. Ich denke, dann da unten sind wir dann noch hoffentlich draußen. Ja, das ist jetzt Cutscene. Ich kann nichts. Also die Elbphilharmonie, das sind die Rolltreppen. Und ab dafür. Ja. Tomb Raider 1, die Katastrophe von Atlantis. Ja. Ja, sie hinterlassen. Ja, was soll ich sagen? 1:12 hat Lara gebraucht, um die große Pyramide zu zerstören. Aber deine Zielsicherheit in diesem Part. On point. Boah, nicht so schlecht. Aber ich meine, es gab ja auch nur 6 Gegner, ne? Muss man ja sagen. Das meiste hast du auch in die Bosse reingelötet. Ja. Und in Skion. Dass sie den Skion oder das Skion nicht einfach rausgenommen hat und dann gesagt hat, okay, ich nehme es jetzt mit, sondern dann schließe ich es halt kaputt, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber gut, schauen wir mal, es gibt bestimmt noch eine Cutscene. Dann auch wieder, du hast jetzt 3 Medpacks gebraucht für den letzten Level. Ja, ja. Also du musst aber auch sehen. Dass du mir immer gesagt hast, wir müssen hier enorm haushalten. Es gibt, ja, also gut, ne, also es gibt so, also dieses Lösungsheft hier sagt auch immer, man soll damit haushalten und sonst was, aber ich meine, wir haben extrem vorsichtig gespielt, wir haben Gegner häufig gekitet, wenn es ging, wir hatten, nachdem wir diesen, wir springen nach links, wir springen nach rechts, nachdem wir das entwickelt hatten, haben wir ganz wenig Leben bei Gegnern verloren, die ganz viel Schaden machen. Ja, ne? Aber während du so einen Bären einfach nicht. Leute benutzen ja ihre Waffen. Also, das haben wir ja gar nicht gemacht. Also, wenn du damit also es gibt so, Waffe drauf ballerst. Es gibt so Berichte, die kommen hier an,
bei dem großen Mutanten oder bei Nuttlar, haben keine Medpacks mehr, haben zu wenig Munition und sagen, ja, ich habe es leider nicht durchgespielt. Das kann jetzt natürlich auch an den Spielern liegen, will ich jetzt nicht sagen, Ja. ne? Aber naja, und also ich als Kind, also hätte ich dieses Spiel niemals durchspielen Ja, können. aber also Nie. wir sind jetzt ja auch nicht die krassen Spieler Nein, von nein, auf gar her. keinen Fall. Aber also so, also als Kind keine Chance. Und also ich fand das vom Schwierigkeitsgrad her, also es war fair, es Fordernd. war fordernd, ja. Also hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. So, ich drücke Aber erstmal auch nicht so durch Enter. die Challenge. Ja, genau, wir reden eh noch Wir drüber. reden eh noch drüber. Hart gekocht. Spiele und schließe das Spiel nur mit Laras Pistolen ab. Habe ich gekriegt. Den Erfolg. Das finde ich jetzt cool. Gut, dass ich nicht die Schrotflinte genommen habe. Da läuft sie. Und sie hat gar nicht ihre Brille auf. Scheiße. Aber kannst ja nicht ahnen, dass man es dann einfach im First Try macht beim Endboss. Jetzt kann man Und nur das hoffen. Boot ist da immer noch. Ja, hoffentlich steckt der Schlüssel, ne? Und der Schlüssel steckt. Was sorgt jetzt auch für diese Explosion? Naja, du bist jetzt rausgegangen. Ich meine, das stürzt ein, Oh, aber wow! warum? Was? Ja, hast du es nicht gehört? Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Ja, gut, aber Lara hat wieder zugeschlagen. Archäologin sprengt ein ganzes Inselparadies. Und da kommen die Credits. Und die wunderschöne, ich muss sagen, also die Titelmelodie von Tomb Raider 1, finde ich, ist so geil, ist die geilste. Die von 2 ist auch nicht schlecht und so und auch von 3, aber die erste ist schön und ehrlich und toll. Also mag ich sehr, sehr gerne, auch wenn jetzt hier diese Harfe so, was auch immer das ist, aber ich nehme an, dass eine Harfe da so reingeht. Richtig, richtig cool. Ja, Bob, also es hat 96 ist rausgekommen. Es hat 28 Jahre gedauert. Aber dann habe ich das Spiel durchgespielt. Ja, so habe ich ja auch mal Rayman 1 durchgespielt. Ja, ich Ich finde das weiß. halt belohnend, wenn man das dann nochmal macht, an einiges sich halt auch erinnern kann. Jetzt war ich ja erstmal quasi nur mal so dabei, bin dann doch dabei geblieben. Das Ich war auch kannte das richtig gut. ja so und so nur bis zum T-Rex eigentlich und das auch nicht im vollen Spiel so ungefähr, ne? Und schon längst nicht mit allen Secrets und solchen Geschichten. Also jetzt nochmal ein bisschen mehr dahinter zu schauen, was sich vielleicht auch damals Entwickler dabei gedacht haben, nochmal zu gucken, wie groß das Spiel eigentlich auch war, was man ja nie so wahrnehmen konnte. Und Ja. das bei nur so einem kleinen Entwicklerteam und was die sich gedacht haben. Und jetzt auch nochmal zum Abschluss mit diesem Fallenraum, diese ganze Abschlusszeremonie, die sie aufeinander aufbaut. Ich fand es auch cool, dass sie immer so drei Level zu einem Setting hatten. Das wusste ich ja vorher auch überhaupt nicht. Eigentlich, Und glaube ich, das. waren sogar immer 4 oder 5 zu einem Setting geplant, denn jetzt Atlantis hatte nur 3 und Ägypten hatte auch nur 3, aber in dem Tomb Raider Gold, also Unfinished Business, den 4 Zusatzleveln, die 2 Jahre später rausgekommen sind, noch für dieses Spiel. Muss dir vorstellen, es gibt schon Tomb Raider 2 und dann bringen sie für Tomb Raider 1 noch Zusatzlevel raus. Verrückte Welt. Die spielen dann nämlich auch wieder in Ägypten und Atlantis. Das habe ich schon gesehen. Ja, vielleicht hatten sie auch, wie gesagt, noch Ideen offen, die sie da noch einbringen wollten. Generell, dass du halt so reist. Also bei den neueren Spielen bist du zwar auch in Bewegung, aber du bleibst sonst ja größtenteils eigentlich da, wo du bist. Und ich finde das ganz cool, dass du so ein bisschen um die Welt da tuckerst. Ja. Wie gesagt, ich habe das halt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also für mich war das auch wie ich dachte, man bleibt halt da, wo man ist. Und man hat diese eine Mission und die vollendet man dann halt so. Ja. Aber Nee, also ja, ich fand. dass es so unterschiedliche Settings gab, hatte ich glaube ich in Ägypten schon mal gesagt, fand ich cool, dass du so Schnee, Wüste, also Schnee hattest, dann Wüste, also dann Dschungel, Wüste hattest du, du hattest mit Griechenland noch irgendwelche Ruinen. Das ja, und fand ich auch cool, muss ich sagen. Sie haben das ja nett gepolished, sag ich mal. Es ist ja nur ein Remaster, kein Rework Und sozusagen, kein kein. Reimagining, das ist ja dann Ja. also das ist dann ja, ich sag immer Anniversary, aber also nee, also das Und was das aber trotzdem ausmacht, also wir haben ja dann ab und an mal umgeschaltet, also es ist natürlich dann schon direkt besser anzuschauen, auch wenn du dem Spiel halt tatsächlich oft das Alter anmerkst und wahrscheinlich am häufigsten sogar da, wo ich jetzt gar nicht wahrgenommen habe, nämlich in der Steuerung. Ja. Aber vielleicht macht es das dann eben auch aus, dass man eben die Chance hat, das auch mit der
alten Steuerung zu spielen. Finde ich gut. Wir haben jetzt ja nicht die andere Steuerung uns angeschaut, ob das wirklich komfortmäßiger ist. Ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht sogar auch daran scheitert, weil man eben ja so Sachen wie, ich gehe jetzt ran an die Kante, gehe diesen einen Schritt zurück, ist ja alles sehr mechanisch so. Genau, ja genau. Und dafür ist die Panzersteuerung gut. Also für den Levelaufbau und das Design ist die Steuerung gut. Die Kamera spielt manchmal nicht mit, aber da gab es jetzt auch nur ein, zwei Szenen. Also, ja. Ja. Also manchmal war es in den Leveln so ein bisschen logisch schwierig. Ja, ja, der kommt halt niemals zurück hier lang. Es sei denn, er kann irgendwo einen anrufen, aber wenn der nicht mehr lebt, so ungefähr, ne? Ach, denk nur an den Ninja, den Ninja-Boulder, der plötzlich nicht mehr da war und sagte, ich komme einfach normal vorbeigerollt. Ja, als hätten sie da irgendwie das Rätsel dann, okay, dann lassen wir es halt so ungefähr. Ja, genau. Ja, also ein paar Sachen auch richtig mies von den Secrets. Also das würden sie heutzutage, glaube ich, nicht mehr so machen. Auch so, du hast nur eine Chance mäßig, ne? Was auch hart ist, ja. Und das musst du oder wissen. Dieses, du rutschst diese Schräge runter, aber pass bloß auf, dass du exakt am Ende abspringst. Ja! Und auf der anderen Seite irgendwo greifen kannst. Ja, zum Glück. Ja. Das wusste ich ja und zum Glück noch, ja. Generell so ein paar Timing und Sachen, diese Tür in diesem, wo diese ganzen Götter waren, wo du da in 17 Sekunden komplett unten sein musstest, sonst ist es ja nicht dazu. Das ja. geht nur auf einem Weg und du musst dabei Schaden nehmen, so ungefähr, sonst kannst du das echt vergessen. Ja, da musst du uns damit spüßen, genau. Midas Tempel mit diesen Feuerdingern, das war auch alles ziemlich mies. Da hattest du auch wenig Sekunden, um komplett rüberzukommen und wenn nicht, warst du halt tot. So, und solche Timings würden sie heutzutage nicht mehr machen, aber es hat halt auch was Belohnendes, wenn man solche Sachen dann schafft, finde ich. Ja, ich bin gerade richtig froh. Also es ist echt sehr, sehr belohnend, muss ich auch sagen. Also es kann halt auch echt frustrieren, glaube ich, so an manchen Stellen. Aber dass man dann nochmal darüber nachdenkt, das hat man halt heute weniger, finde ich so. Das muss man halt meistens gar nicht. Aber und hier musst du dir vielleicht nochmal einen Gedanken machen, wie ich das jetzt mache. Das finde ich und dann, teilweise echt knackig, aber halt auch gut gelöst. Ja, und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass dieses Spiel ganz, ganz viel für so 3D-Plattforming gemacht hat. Also 96... Ich weiß nicht, der N64 ist, glaube ich, auch 96 rausgekommen. So um den Dreh, also dass es so 3D-Spiele gab, die auch gut aussahen für damalige Verhältnisse natürlich immer und so. Dass es funktioniert hat und das war ja irre erfolgreich. Und so. Naja, und das siehst du allein daran, dass es das heute noch gibt. Dass Filme gedreht wurden. Ja, genau. Naja, das ist halt, also das hat man sich damals vielleicht auch nicht so ausmalen können, aber da hat man halt was hingestellt, was wirklich gut funktioniert hat. Ja, richtig. Und dann Lara natürlich auch noch häufiger, also mehrfach neu erfunden, aber hier so ganz oldschool finde ich sie auch nicht verkehrt. Sie ist ja einfach ziemlich gewissenlos. Sie ballert alles über den Haufen. Also sie hat ja auch nicht wirklich Gewissensbisse, Leute dann umzuschießen, die ihr was tun. Und ja, sie geht da halt sehr, sehr kalt ihren Weg. Sie ballert ja auch das gesamte Wildlife einfach um. Gorillas, Löwen, sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, ob man das in dem Maße heutzutage noch so machen würde oder ob nicht schon dann der Tierschutz wieder auf der Matte stehen würde und sagen, könnt ihr nicht irgendwelche anderen Gegner nehmen? Das hatten sie ja ziemlich charmant eigentlich in dem Tomb Raider-Spiel gelöst, wo sie das dann quasi machen muss, um eben zu jagen, um auch was zu essen zu haben und um diese Materialien verwenden zu können. Das fällt ihr da ja auch sehr schwer. Ja, beim zweiten Reimagining, ne? Das erste Spiel davon. Genau. Und Tomb Raider, ja. Ja, genau. Rise of the Tomb Raider und Shadow dann noch. Ja, genau. Da ist sie, stimmt, da ist sie am Anfang ja auch auf jeden Fall deutlich emotionaler unterwegs, ne? Genau. Hier natürlich hat die nicht viel Sprachausgabe und so, aber so das, so in den Cutscenes, was man sich dann so anhört, ist sie ja mega schnippisch und frech und selbstbewusst. Und also. Ja, also die Cutscenes, die sind tatsächlich. Also die sind jetzt eine Augenweide. Jetzt guckt man sich die hier an und denkt, geil. Ja. Man hat sich fast noch mehr davon gewünscht. Ja. Das ist ja nicht wenig, also es ist echt wenig Story, so was einem so erzählt wird. Das ist vielleicht was, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht und auch gedacht, dass es da noch mehr gibt. Ja, dann. Die waren natürlich witzig. Die waren ja auch überhaupt 0,0 schick gemacht. Die waren halt so, wie sie wahrscheinlich damals schon waren. Ich glaube, das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben die Cutscenes hochskaliert. Also, sie haben sonst nichts verändert. Sie haben sie nur hochskaliert auf heutzutage, also auf 2 oder 4K oder irgendwie sowas.
Aber die haben auf jeden Fall dem Ganzen noch so einen Schmunzelfaktor mitgegeben. So einen kleinen Charme, als sie da mit ihrem Motorrad rumgejagt ist, ne? Ja, ja, das war so die beste Katze überhaupt. Die war richtig stark. Also. Ja. Und der Gegner auf dem Skateboard, der hat es für mich auch absolut rausgerissen. Ja, war auch so. Du schießt auf mich, Puppe. Was war denn jetzt dein liebster Level? Hui, also einen besonderen Platz an meinem Herzen hat natürlich einfach der erste Level, weil ich den als Kind so unglaublich häufig gespielt habe. Muss ich erstmal so drüber nachdenken. Also ich fand das in Ägypten schon ziemlich cool. Als die Gegner zurückschießen konnten, nahm auf jeden Fall mein Stressfaktor merklich zu. Aha. Ich glaube... schwer zu sagen. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich irgendeins in Ägypten. Das, wo du keine Waffen hast, das ist ja dann auch irgendwie... Ich glaube, im zweiten Teil verlierst du auch irgendwann mal alle deine Waffen nochmal, wenn ich mich richtig erinnere. Das wird dann ja auch so ein Running Gag der Serie anscheinend. Den fand ich richtig nervig. Den fand ich nämlich auch richtig nervig, weil man sich so machtlos fühlt. Und dann kann halt nicht viele Gegner sein. Du musst da so viel hin und her laufen. Da kam dann nochmal das mit dem Buggy-Hebel dazu. Aber so also so den fort. Also den Obelisken da in Kamun, so, also diese zusammenhängenden Level, du machst was, du siehst das schon mal, bist im nächsten Level. Und ich fand auch das Grab mal des Tihokan cool, wo du dann gegen Pierre am Ende noch gekämpft hast. Das war auch sehr abwechslungsreich. Den fand ich auch sehr cool. Den fand ich auch richtig nice. Aber da hattest du ja auch zum Teil solche Springen auch richtig ab, sonst verpasst du es. Und da war ja dieses eine Ding, was wir da auch nur durch Zufall, weil wir nochmal an den Statuen hochgekraxelt sind, gefunden haben, was da so halb gebackt in den... Also, ja. Aber abseits davon, ja... Also mir hat Atlantis ja richtig gut gefallen, ne? Also, das fand ich richtig gut. Diesen Abgrund da hoch, ne? Diesen Lava... Genau. Ja, den Schacht hochzuklettern, das fand ich auch cool. Das war also für mich was... sehr anstrengend, aber sie hatten das auch abwechslungsreich gemacht. Du wusstest halt... Ja, war nämlich wirklich schön abwechslungsreich, ja, das fand ich auch. Also war da eine gute Mischung zwischen Kampf und Rätseln und Suchen. Und du hast halt immer gesehen, wo du hin musst. Und das, finde ich, haben sie grundsätzlich haben sie das Level-Design eigentlich, finde ich, recht clever gemacht, dafür, dass es ja keine offene Welt ist oder sowas. Dass man häufig nochmal irgendwie was verändert und dann zurück muss zum Anfang, um dann weiter voranzugehen. Das fand ich hier, das haben sie ja häufiger mal so gemacht und war eigentlich, hat eigentlich immer gut funktioniert für mich. Ja, naja, also wie gesagt, Atlas Minen, das war das, glaube ich, ohne die Waffen, ne? Ja, aber da warst du auch erkältet und so, ne? Vielleicht war auch... Kommt vielleicht auch noch dazu. Ja. Da kam nachher der Skaterboy, der hat es wieder ein bisschen wettgemacht, ne? Der Skaterboy war 10 von 10. Du schießt auf mich, Puppe. Der war ja auch so schnell, du konntest ihm nicht wegfahren. Er war einfach zu schnell. Nee, aber dann würde sowas wie eine Shotgun oder so eine Uzi das eben komplett aushebeln. Und deswegen fand ich es halt ganz gut, wo wir jetzt auch gerade wieder bei der Abschussstatistik sind, dass wir diese Bonus-Challenge eben noch hatten mit wir benutzen nur die Pistolen. Das hat das Ganze nochmal ein bisschen kniffliger gemacht. Einfach. Guck mal, das sind keine gereiste Entfernungen, sondern nur gereiste Entfernungen ohne E. Insgesamt sind 12.935 Bullets rausgeballert. Alter, wie schwer allein das in Munition, also in Kilo wäre diese Munition. Aber ich habe auch über, also 9.400 Mal habe ich auch getroffen. Bin 62 Kilometer ungefähr gelaufen. 10 Medikits ist natürlich schön, dass du allein auch schon 285 Seelen geraubt hast. Also Menschen waren davon ja, glaube ich, nur 1, 2, 3, 4, 5. Pierre Larsson. Wie man dann irgendwann darüber urteilt. Es waren halt nur 6, 7, 8 Menschen, was weiß ich denn. Ja, gut, und die wollten ja mich umlegen. Bitte? Ja, die waren ja böse. Ja. Und die waren ja böse, so. Die hatten ja einen roten Kringel, ne? Aber ja, schon. Also, ja, dass man das so aufführt, weiß ich nicht. Dass man alle Fundstücke aufführt. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ein Achievement, dass du alle Kills immer im Level hast. Und solche Achievements würde ich zum Beispiel streichen, das braucht man nicht. Also ich freue mich ja, wenn ich Gegner nicht bekämpfen muss. Eigentlich ist das doch clever. Du sparst Munition, du begibst sie nicht in Gefahr. Und es gibt ja auch Leute, die spielen einen No-Kill-Run. Also die töten nur die... Ja, wobei also den Shotgun-Typen und sowas, das hätte ich dann trotzdem gemacht. Den musst... Also, ja, also du musst ja einen... Du musstest die, glaube ich, nicht alle besiegen. Ja, kann sein, dass du das umgehen kannst, dass der dir dann immer nur hinterherläuft oder so, oder du ihn abschütteln kannst.
Ich glaube, am Skaterboy kannst du vorbeirennen. Und an dem Typen mit Magnums kannst du auch vorbeirennen. Also die würde ich schon mitnehmen. Also, aber ich würde jetzt auch nicht nur, damit du noch den fünften Hundedämon da geklatscht hast, Ja, oder nochmal. den achten Gorilla, Ja. das würde ich halt auch nicht machen. Also Ja, das genau. ist. Ja, na gut, Ja. aber der Part ist schon wieder vorbei. Also es ist jetzt, das war das Finale, ja, aber wir gehen jetzt noch, wir machen jetzt noch das Tutorial im nächsten Part und dann widmen wir uns dem Unfinished Business auf Englisch, offene Angelegenheit auf Deutsch. Das sind nochmal 4 Level. Freut euch drauf. Keine Nuttler gibt's da, aber vielleicht gibt's da andere Endgegner. Das, keine Ahnung, weiß ich einfach Bleibt die nicht. Challenge da eigentlich gleich oder? Nur Naja, wir werden sehen. Pistolen? Wir werden sehen. Lass mich, ich Die sollen möchte. schwer sein, hast du gesagt, ne? Ich möchte, sagt man so, aber ich möchte eigentlich ganz gerne auch mal den befriedigenden Sound zweier abgefeuerter Maschinenpistolen hören. Behältst du denn eigentlich deine Munition und sowas Weiß oder ich ist das nicht. Werden komplett wir, neu? das werden wir sehen. Also, Alles klar. keine Ahnung. Gut. Dann einschalten nicht vergessen. Jetzt Ja. Daumen hoch geben nicht vergessen. Letzter Part jetzt Absolut. erstmal gewesen Ja. für kurz, aber es geht wie gesagt noch weiter. Ja. Und könnt ihr auch mal schreiben, welcher Level euch am besten gefallen hat, Genau. wie ihr das Und Finale jetzt warum? fandet. Und ja, dann sehen wir uns Ja. beim nächsten Mal wieder. Ja, also für mich, also ist Kindheitstraum jetzt hier in Erfüllung. Ich habe endlich mal den Abschluss, also selber mich dahin gearbeitet. Ne? Natürlich kennt man das aus YouTube-Videos und so, aber ich habe es jetzt selber geschafft. Das Das ist ja freut das mich Schöne, sehr. dass ich kannte das alles gar nicht. Ja, siehst du, und auch Bob ist jetzt eine Erfahrung reicher. Also, dann macht es mal gut, schwingt den Hut und bis dann. Bis Ciao. dann, ciao.